Das hört man an diesem fast magischen Geräusch. Hey Kinder! Was geht bei euch ab, hä? Clash of Clans schon wieder, guck mal. Eine Juwelenkiste, sick da Laden, hebt die auf oder was? Ich bin grad voll, weißt? Ich hab grad meine Ressource ziemlich gefüllt. Noch kurz die Musik angemacht, ne? Musik ist schon wichtig. Oh, guck mal. Mal gucken, was da jetzt drin ist. Hoffentlich dann diese Dinger hier, 1000 Stück oder so. Komm, 1000 werden drin sein, oder? Also, wenn's hochkommt. Oh, Brudi, schneller! 25 ist jetzt natürlich eher negativ. Aber naja. So, Leute, ohne weiter Rumschweife, ich werde jetzt unseren Clan erstellen. Übrigens, vielen Dank für diese ganzen Einladungen in andere Clans oder dass jemand einen Clan erstellt. Aber jetzt mal im Ernst, Leute, ich muss doch einen Clan aufmachen. Denkt doch mal nach. Community und so? Wir werden die Dumbabler sein. Ah je, weil wir nämlich alle ziemlich viel Dumbabeln. Ja gut, das und das und das. Ist das nicht schön? Also, ich habe schon lange nicht mehr sowas Schönes gesehen. Warte mal. Aha, wir sind Dido, die Tetris-Figure. Ich sehe es direkt, dass wir das sind. Das sind wir. Unsere Beschreibung. Pimmel, Nasen, Salat, Ausrufezeichen. So, dann Videos hier, der Dumbabla auf YouTube. Offen für alle, natürlich. Benötigte Trophäen? Ah jo, natürlich 4200, ich. Nee, gar nichts. Kriegshäufigkeit. Wir werden andauernd Krieg führen. Die ganze Zeit, oder? Oft. Man muss sich so festlegen. Krass. Ich mache jetzt einfach einmal die Woche, aber wir werden schon einfach jeden Tag welche kaputt klatschen, oder? Ja. Clan-Region. Natürlich Germany, was fragst du noch so blöd? So weit, so gut. Ich scheiß mir in den Hut. Die Dumbabla entstehen. Jetzt. Whoop. Du hast erfolgreich einen neuen Clan gegründet. Juhu! Ihr könnt jetzt alle reinkommen, los. Wie, ist noch keiner beigetreten? 3 Sekunden später. Ist es immer noch keiner beigetreten? Oh, ich mache mir langsam Sorge. Also, kann ich hier irgendwas machen jetzt, Clan? Guck mal da. Man kann, was, Pimmel? Pimmel wird gestrichen. So, das sehe ich schon mal gar nicht ein. Ihr wollt mich doch verarschen gerade hier, oder? So, guck mal, was hier steht. Pimmel. Aber jeder weiß, was ich meine. Oh, Lesezeichen hinzufügen, Lesezeichen entfernen, Lesezeichen hinzufügen. Okay. Wartezeiten für Spendenanfragen. Wir haben voll die Clan-Vorteile. Ich glaube, wir sind der einzige Clan, der solche Vorteile hat. Es gibt keine anderen. Clan-Kürzel, 9. Was mache ich jetzt noch? Ich kann noch mein Lager verbessern irgendwie, aber das mache ich jetzt nicht. Doch. Was habe ich noch für Aufgaben, Truller? Verbessere ein Grundlager auf Level 10. Mhm. Gewinne 50 Jahre mit der Kampagnenkarte. Mhm. Ah ja, genau. Ich weiß, was ich mache. Ich habe folgenden Vorschlag für euch, ihr Pippis. Eine Sprungfalle. Genau das wollte ich noch bauen. Genau das ist nämlich, was mir sehr am Herzen liegt. Ich kann ein Labor bauen. Warte mal. Ah, für richtige Genießer ist das hier, das Labor. Aber warte, stopp. Bevor wir hier Fehler machen, warte kurz. Hört mir mal kurz zu. Hör mal zu. Ich will mein Dorf eh umsetzen, nachdem ich gemerkt habe, dass man auch hier irgendwie angreifen kann, hier unten. Solange wir warten, dachte ich mir, mache ich noch einen Kampf. Und zwar gegen einen Menschen, weil wir jetzt einen Clan haben und ich ein starker Leader sein muss und auch sagen muss, so geht's nämlich nicht. Oh, die haben eine Clanburg Level 9, Japaner. Die werde ich natürlich einreißen jetzt, ist klar. Da kenne ich halt einfach mal nichts, ja. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Mhm. Und hier, guck mal, 1, 2. Und dann hier noch meine 4 Bogenschützinnen. Und schon haben sie den Salat. Wo ist denn denn ihre Bum-Bum-Kanone, die große? Haben sie doch gar nicht. Guck mal, die haben fast einen Riesen von mir platt gemacht. Jetzt hört mal auf mit dem Sparen. So, jetzt haben wir auch schon gleich gewonnen. Die Zeit, ja, ich will auch nur rumgucken. Hört die nicht auf, Mann. Ich habe die Zeit im Blick, aber ich will nicht so viele Einheiten einsetzen. Ihr wisst ja noch, mein erster Angriff, wie ich einfach 100 Milliarden Leute auf eine einzige Kanone geschickt habe. Man muss auch manchmal angeben. Ah, der Japaner soll jetzt ja auch sehen, oder der Chinaner, dass ich ihn jetzt nicht zerstören will. Ich will ihn halt nur angreifen, na? Muss er dran denken. Ha, ha, ha. Wir sind alle schlagen. Und die Frauen. Ha, ha, ha. Also ich will euch einfach das nur nachmachen. Weißt du Bescheid, oder? Sehr schön. Gut nach Hause. Mir reicht's. Und jetzt bewerte bitte Clash of Clans. Ich habe gerade keine Zeit. Ich nehme auf. Und jetzt kommt nämlich was Wichtiges, Leute. Jetzt, wo ich die Clanburg verbessert habe. Ich möchte noch kurz was ausbilden. Ihr habt recht. Oder noch so ein Riese, so ein Verschissene. Ah, ich weiß, man kann hier irgendwie umschalten, gell? Ja. Ich mache das halt oft noch zu kompliziert. Kannst du das nachvollziehen? So, aber ich möchte jetzt die Sachen hier entfernen. Hier, die ganze Scheiße. Guck mal, ich bin eh so reich. Komm, mach den scheiß Stein da mal weg. Der stört mich. Ja, der stört mich einfach. Halt, stopp! Ich will ja meine Basis jetzt doch in die Mitte bauen. Na komm, fangen wir mit dem kleinen Scheiß an. Obwohl ich eh alles entfernen muss, stört mich ja alles. Ich habe jetzt eine Frage an euch. Wofür braucht man Dekoration? Außer für das Aussehen eben. Ist Dekoration irgendwie wichtig? Gibt es hier so ein Wohlbefinden der Bewohner oder so? Oder ist es einfach Dekoration, wortwörtlich? Also unnötiger Krimskrams. Informationen, Leute, Informationen, schnell. Ah, sicherlich hat die Tante irgendwie so eine Sache hier. Bau 5 Topfpflanzen und dann kriegst du einen Baum geschenkt oder so. Zum Glück habe ich so viel Blubbergel. Was die wenigsten ja wissen, dass das Kleberblubber ist. Das kostet alles nur geil. Ja, das ist ja echt cool. Was kostet es? Natürlich direkt 20.000 so ein Stein, ja? Guck mal, der Herbert muss ja auch nur da kurz hingehen und dran rumkloppen. Und schon ist er weg. Also ich finde, 10.000 hätte gereicht für so einen Stein. Beziehungsweise so ein Baum müsste dann auch 20.000 kosten, ja? So geht es nicht, meine Herren. Ein Hund im Büro. Ein Hund im Büro. Also Meister, mach mal hier. Ein Stein kostet
5000! Der meint auch gerade, ich werde Krösus. Aber hier steht halt echt viel Scheiße. Es ist richtig viel Holz. Aber nicht nur Holz. Ja, auch viel Scheiße. Guck mal, die Klammerburg kann ich jetzt auch hier hinstellen. So sieht's nämlich. So macht man nämlich dann langsam einen Schuh draus. So, guck mal hier. Das kannst du auch noch wegmachen, den Stamm, ja? Dann können die Frauen auch nicht mehr so viel rumklopfen an den Sachen. Können sie endlich mal was anderes machen. Guck mal, die laufen durch die Bombe durch. Echt gefährlich. Die leben wirklich auf gefährlichen. Guck mal schon wieder! Mal gucken, ob die auch durchgeht. Nee, die ist klug. Die geht außen rum. Das ist eine kluge Frau. Ja, guck mal, jetzt habe ich doch hier schon schön Platz frei gemacht, oder? Wobei es echt eine Schweinerei ist, dass die Steine so scheiße viel kosten. Gibt es irgendein raumübergreifendes Großgrün, das so teuer ist? Ja, der Baum, 10.000, okay. So, gleich baue ich die Basis um. Der, Dagobert muss noch Bäume entfernen. Das macht immer so ein schönes Geräusch. Achtung, Herr Molhi. Ah, wie ein leichtes Kraulen am Hodensack, damit die Frauen das auch nachvollziehen können, wie so ein Kraulen am... Das ist ein guter Vergleich dazu bei der Frau. Werte Damen, ihr seid gefragt. Komm, mach den Stein weg jetzt, Rudi. Tja, und da wird es auch schon Zeit, ein Koboldlager anzugreifen, denn meine Humongolos sind fertig. Juhu! Eigentlich wollte ich erst noch hohe Gewalt fertig machen, aber mache ich jetzt auch fertig, oder? Machen wir das fertig? Ja, man braucht diese Sterne, Greifen wir jetzt auch, kenne ich nichts. Greifen wir jetzt auch. Ich nehme jetzt meine Bogenweiber. Ich will einfach eine Öffnung da drin haben. Okay, gut. Mal gucken, ob es jetzt klappt. Eigentlich müssen die Riesen nur noch diese blöden Kanonen ausschalten, dann können sie da in Ruhe Rambazamba machen. Und wir haben sogar noch so einen Zwockel, der lebt. So ein hier, wie heißen sie? Himmelnasen. Oh, ein riesiges Daumengang. Das hört man an diesem fast magischen Geräusch. Achtung! Hast du gehört? Das war wieder ein Riese. Zum Glück laufen die Sachen nicht auf Zeit. Die Riesen sind echt scheiße langsam. Hopp, Männer, es dauert echt ewig. Immer diese Geräusche. Oh, Männer, da war eine Bombe gelegen. Aber es ist denen völlig egal. Die können doch einfach außen rumlaufen. Aber nein, sie müssen hier rein. Und wenn man dann aber möchte, dass sie in den direkten Weg gehen, dann laufen sie außen rum durch alle Bomben durch und keulen sich dabei noch ein. Okay, wieder ein Stern gewonnen. Sehr gut. Was kostet der Spaß? 150.000. Are you crazy? Was kostet denn... Was brauche ich denn, um... Ich habe das Labor nicht gebaut, ich Vollidiot. Ich habe die ganze Zeit die scheiß Bam abgerissen. Am Menschens, Kinders. Was brauche ich denn, um dieses hier zu bauen? Das Armeelager. Brauche ich das Rathaus auf Level 5. Okay, das wäre die nächste Aufbesserung, ne? Ja. Die kostet 150.000, kann ich mir jetzt erstmal nicht leisten. Ich fange nun an, das Dorf umzubauen. Mein Dorfzentrum kommt circa in die Mitte. Das und das. Das und das. Meine Clanburg kommt neben das Dorfzentrum, circa hier hin. Hier kommt ein Bogenschützennest hin. Und die Sammelstätten, warte mal. Folgendermaßen, hör mal zu. Mein Minenwerfer wird so platziert, dass ich darum einen Verteidigungswall bauen kann, eine Mauer. So weit, so gut, nicht wahr? Aber ich kann eine ganze Reihe wählen. Fucking delicious. Dann hätte ich hier gern meine Kasernen. Meine Güllelager hätte ich auch gerne da oben. Aber, jetzt pass auf, jetzt kommt der nächste Spaß. So und so. Die beiden Kanonen, die auch umrandet werden. So. Die Kasernen kommen doch nicht hier hin. Die kommen ein bisschen weiter runter. Moment, erstmal weg. Die Kasernen kommen dann einfach drunter. Die Goldvorräte kommen dann natürlich hier dran. Beziehungsweise die Goldmine, nicht Vorräte. Diese zwei kleinen Hütten, passen die hier rein? Die Hütten sind mir völlig egal. Ah, bringt aber Punkte, ne? Wenn die klatschen. Komm, die Hütten kommen hier hin. So. Jetzt kommt hier unten ein Bogenschützenturm hin. Und hier kommt auch ein Bogenschützenturm hin. Circa hier. Und die Dinger kommen dann einfach hier dran. Weil ich ja nicht ganz zufrieden bin hier. Sieht es zwar dumm aus, aber ich will es erstmal so lassen, ja. Und kann mir jemand sagen, ob das irgendeinen Nachteil hat, wenn ich die ganz zumache, die Mauern? Ohne weiteres Wissen von Kock, würde ich jetzt einfach mal sagen, rein aus der Logik gesehen, macht das schon Sinn, oder? Dass man es ganz zumacht. So müssen sie sich ja immer erstmal direkt den Weg dazu freiklopfen, die Feinde. Ach komm, weißt du was? Scheiß auf das Labor. Ich baue jetzt noch so eine Flugabwehr. Ach ja, ich wollte ja noch jemanden angreifen. Ja komm, jetzt greife ich auch noch jemanden an. Leute, baut mal eure Truppen auf hier. Ich mache jetzt allein einen Clan-Krieg. Nee, Quatsch. So, jetzt kommt der krasseste Vergeltungsschlag. Junge, ich räume ihn kaputt. Hoffentlich ist er nicht ultra stark. Oh Gott, ich habe Angst. Angriff nicht möglich. Dorf verfügt über aktiven Schild. What the fuck are you talking about? Er ist einfach schwach. Schwach wie ein Kind. Oh, finde ich jetzt echt schade irgendwie. Aber komm, dann versuchen wir halt diese Trollburg anzugreifen. Ich hätte jetzt echt gerne diesen Penis hier angegriffen. Wir gucken uns jetzt mal die Trollburg an. Das ist eh was richtig Hartes. Pass mal auf. M für Minenwerfer. Hört sich ja schon mal richtig scheiße an. Von daher... Ja, jetzt pass auf. Ich kann sie hier reinschicken, sie. Oh Gott, ja, ich hab's richtig gesehen. Fick. Scheiße. Scheiße, scheiße, scheiße. Was habe ich getan? Fickwurst. Richtig große Fickwurst. Was habe ich getan? Oh nein. Scheiß die Wand an. Komm schon! Wenn die es geschafft haben, können sie rüber zu der Kanone laufen. Lauf, 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 lauf. Nein! Oh nein, er kann von da. Oh. Was für eine krasse Niederlage. Ich wollte nicht so früh starten, diesen Krieg, aber ich habe einfach reingeklickt, wie so ein Vollspast. Vielleicht kannst du noch das Ding hier kaputt schießen. Dann kriege ich noch ein bisschen Blubber. Oh, um Himmels Willen. Ich mach die Häuser kaputt, die völlig frei von Belang sind. Was treibst du da? Ich bin enttäuscht von meinen Truppen. Naja. Nächstes Mal geht's dann weiter. Da werde ich ja das Labor bauen und da kann man sicherlich seine Truppen und alles aufbessern und Zauber und Pipapo, wawawa. Richtig geilen Scheiß machen. So wie es eben, ja. Bis dahin, macht's gut, ja. Joint dem Clan, die Dummbabla. Wir sind richtig fett. Bald auf Platz 1, ficken alle und so. Bis dann. Ciao.